Und wir sind mal wieder in Alaska. Diesmal geht es um den einzigartigen Buckellachs. Endlich habe ich das Ding gefunden und freue mich riesig darüber. Das hat jetzt 2 Tage lang gedauert, bis ich das Ding gefunden habe, aber es hat sich gelohnt. Der Fisch sieht geil aus und ja, da fehlt nur noch ein einzigartiger Lachs, oder besser gesagt die Forelle. Aber bin ich dran und die kommt auch noch auf jeden Fall. So, jetzt zum Buckellachs. Und zwar ist es recht simpel: bei sonnigem Wetter von 7 bis 9. Dann dieser Spot hier. Dieser Spot hier taucht hier halt da hinten. Mein Gott, komm schon. Dann taucht ihr halt hier auf an der Hütte und lauft ihr einfach nur hier runter, bis es nicht mehr weitergeht. Zu dieser Ecke hier. So, jetzt seht ihr, hier geht es nicht mehr weiter. Und in der Ferne seht ihr diesen Stein und das Ende des Waldes. Das ist eure Richtung. Die Fische beißen weit hinten hin. Und ja. Einfach nur komplett auswerfen. Mit dem Bullet Spinner 24 Gramm 3.0 habe ich es hier geschafft. Einfach nur Stop and Go. Klappt eigentlich wunderbar. Ja, man kann hier jetzt wieder mit auf ihn fallen lassen und etc. probieren. Das klappt wahrscheinlich genauso. Aber hier habe ich bis jetzt nur Tofis gehabt und jetzt bei sonnigem Wetter das zweite Mal den Buckellachs. Also ich vermute, das ist halt der Spot hier. Und wie gesagt, ich freue mich darüber. Riesig. Oh, und das ist der nächste Biss. Mal sehen was, wie gesagt, Stop and Go. Die sieht ziemlich groß aus sogar. Und es ist die Trophäengröße. Ihr seht, es klappt wunderbar hier an dem Spot. So, dann Uhrzeit habe ich, Köder habe ich, Köderführung habe ich, Spot habe ich auch. Meine Ausrüstung, die Zeus 270, die Vortex 5500. Flur 06er, dann Bullet Spinner 24 Gramm 3.0er. So sieht mein Equip aus für diesen Fisch. Und ja, das war der einzigartige Buckellachs. Dafür gibt es 11 Gold, aber um die 11 Gold ging es mir eigentlich nicht. Es ging mir einfach nur darum, dass ich diesen Fisch endlich habe. Und das hat auch jetzt lang genug gedauert. Ja, der Drill kommt wie jedes Mal im Nachhinein. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Drill und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.